herzlich willkommen auf meinem Kanal Mühlenstein am Niederrhein aus Uedem in meinem kleinen Laden oder mit anderen Worten, Kuckuck, da bin ich wieder. Ja, Stegos, das Dach, Saurus, die Echse, so sprachen die alten Griechen. Warum diese Stegosaurus, warum er Dachechse hieß, weiß ich nicht, stand nicht bei Wikipedia. Also, Klugscheißer Ende. Gut. Wir haben heute von der Firma Open Bricks, habe ich mal bestellt, den Stegosaurus 4995, 727 Teile, macht ungefähr 7 Cent pro Teil. Klingt jetzt erstmal viel, ist jetzt, ja, warum ist das jetzt nicht zu viel, warum ist es angemessen? Es ist angemessen. Warum ist es angemessen, zeige ich euch jetzt, weil... Achso, Abenteuer der Rückseite haben wir hier noch. Abenteuer, ich will niemanden nachahmen. Nein, also die schöne Rückseite haben wir hier noch. Dann ein Bild von dem Original. Ob es Original so ist, weiß man nicht. Hat ja keine Fotos gemacht früher. Ging ja nicht, weil der Blitz nicht funktioniert hat. So, dann, ja, was kann man damit anstellen? Etc., etc., etc. Hochwertige Packung. Man hört das schon, also die ist... sehr, sehr gut. Stegosaurus, der hat diese Knochenpanzer hinten auf dem Rücken, die sehr gut gelungen sind. Ja, kommen wir mal zu diesem Set. Ja, der Stegosaurier steht auf dieser schönen Platte. Einmal hier unten dieses Schild davor, das ist einfach nur dieser schwarze kleine Stegosaurus abgebildet. Kleines Pälmchen, Blümchen. Was dann halt so dazugehört. Ein kleiner Felsbrocken. So, jetzt haben wir von der Firma Forange und von der Firma Panlos die großen Dinosaurier gehabt. Die haben wir ja hier auch mal, ich weiß nicht, ich glaube auch mal ein Video drüber gemacht. Und die hatten einen ganz großen Nachteil. Die hat man aufgebaut zum in die Ecke stellen und vollstauben lassen. Dieser hier, den kann man wenigstens mal anpacken und ein bisschen bewegen. Ja, also die Beine kann man, ja, also man kann, wenn man zum Beispiel Stop-Motion-Filme machen möchte, man kann ihn sehr gut dafür hernehmen. Also ist beweglich, ist gelenkt, ist ein Spielset. Ja, man kann damit spielen. Vorsichtig, aber man kann damit spielen. Ja, das ist mal der Vorteil dabei. Der nächste Vorteil ist, wir haben alles Prints. Hier bei diesem Set ist nicht ein einziger Aufkleber dabei. Es ist alles gedruckt. Das ist das Nächste. Deswegen ist auch dieser Preis 7 Cent pro Stein gerechtfertigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die Anleitung, ich stehe schon nicht auf dem Schlauch, sondern auf dem Kabel. Die Anleitung, klein gehalten, klammertes Heft, ja, aber dann halt, wie auch aus der Schule bekannt, senkrechtes Lesen. Von oben nach unten, von links nach rechts. Ja, alle Teile im Teilekasten. Vorheriger Bauschritt ausgegraut. Mache ich Fotos von, werden eingeblendet, damit ihr das seht. Teileliste auch vorhanden. Wenn ein Teil fehlt, dann könnt ihr es nachbestellen. Kein Problem. Oder aber zum Fachhändler eurer Wahl, eures Vertrauens kommen und sagen, du, das fehlt mir, gib. So, jetzt haben wir allerdings auch Nachteile. Wo Vorteile sind, sind noch Nachteile. Nachteile, wir haben sehr, sehr viele, ja, was heißt sehr, sehr viele, also schon so ein paar kleine Farbabweichungen, Farbunterschiede in den Bausteinen, sind jetzt hier nicht so dramatisch, weil sie innen drin sitzen, also man sieht sie nicht direkt. Ja, der nächste Nachteil ist, es sind Teile in der Anleitung verlangt, die gar nicht mehr vorhanden sind. Also man braucht ein 1x2 Plate in 10, ist aber nur noch eine 1x2 Plate in Dark 10 da. Nur mal so als Beispiel. Ja, also muss man die dann verbauen. Fällt jetzt auch nicht so großartig auf, aber ist zum Bauen natürlich ein bisschen ärgerlich und auch verwunderlich. Weil man rastet irgendwann aus, weil man denkt, da fehlen Steine. Dann, ach guck mal, da hast du aber viele Steine über. Und dann wirklich halt, ne, ihr wisst, was ich meine. Und ja, das ist dann halt das Nächste. Kommen wir zu dem Set selber. Also,
Ich möchte jetzt mal mit böser Zunge behaupten, dass dieser Dinosaurier, dieser Stegosaurus, bei Germany's Next Topmodel sehr, sehr gute Chancen auf den Endsieg hätte, weil mit diesen schlanken Fesseln, mit diesen schlanken Beinen, Knöcheln, ja, ist doch perfekt. Ist doch einfach perfekt. Nein, also diese Proportion gefällt mir überhaupt nicht. Wir haben hier den dicken Oberschenkel, kreisrund. Weiß ich nicht, ob das auch so war. Nicht kreisrund, aber ziemlich rund. Dann ist dazwischen erstmal gar nichts. Ja, erstmal hier dieses ganz dünne Teil, diese Luft. Dann kommt wieder ein etwas dickerer Schenkel, der dann wieder ganz dünn wird. Und dann kommt dieser dicke Fuß darunter. Also ich finde diese Proportion nicht schön. Ja, ist so. Ich mag es nicht. Aber das ist Geschmackssache, das muss jeder für sich selber wissen. Für mich persönlich ist das, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ihr seht, man kann es hochheben, ganz normal hinstellen, hochheben, hinstellen. Ja, dann kann man auch mal Beine nach vorne machen. Man kann die vielleicht auch mal, kann ich mal versuchen, den auf die Hinterbeine zu stellen. Nee, das geht jetzt nicht so ganz, aber gut. Beine wieder gerade. Und dann steht das liebe Viech. Jetzt natürlich wieder nicht. So, jetzt steht er wieder. Ne, also, vom Bauen her ist es schön zu bauen. Kann ich nicht anders sagen. Klemmkraft ist gut, sehr gut sogar. Steinequalität auch sehr gut. Bis auf die Farbabweichungen halt. Aber das hat ja mit der Steinequalität an sich nichts zu tun. Es sind einfach nur zwei verschiedene Farben. Sag ich jetzt mal so. Ja, ansonsten grüne Augen. Hat ein bisschen was. Ne? Beleuchtet sind sie nicht. Hätte noch mehr. Ne? Aber so alles in allem ist das ein schönes Set. Die Frage ist, möchte man für dieses Set 49,95 ausgeben? Das ist die große Frage. Ich habe da jetzt mal einen von bestellt. Es gibt noch mehr Dinosaurier aus der Serie. Ich habe da jetzt einen von bestellt und muss ganz ehrlich sagen, ich würde, auf Anfrage bestelle ich die gerne für euch nach, aber ich glaube nicht, dass ich sie so ins Sortiment aufnehmen würde, denn ich habe davon Panlos, die Dinosaurier, die sind 60, 70 cm lang, die sind da doch tatsächlich beliebter. Und ja, wenn jemand ein Spielset sucht, dann sucht man einen Dinosaurier, da habe ich dann mal hier einen von meinem großen Tinhof, ja, und da auch mit Sound 12,95 ist ein super Spielzeug. Da kann man auch hoch, runter, Kopf drehen. Nein, das sind nicht die Wirbel, das ist ja, ne? Einmal Winkefuß. Also, den kann man dann zum Spielen hernehmen. Da braucht man keine 50 € für ausgeben. Der kostet bei mir 12,95. Ist, glaube ich, die bessere Alternative dafür. Wenn man jetzt natürlich Dinosaurier-Fan ist und man sagt, man möchte basteln und dann eventuell einen kleinen Dinosaurier-Stop-Motion-Film machen, dann ist das Ding perfekt. Aber dann kommt ihr auch bitte zu mir, sagt, ich möchte das Ding haben, bestelle ich euch das individuell. Aber ich glaube nicht, dass ich die auf Vorrat legen werde, weil ich weiß nicht, ob da die Nachfrage so groß ist. Keine Ahnung. Ja, die Platte hat an zwei Seiten Noppen, einmal hier unten, einmal hier oben. Da kann man den Dino dann aufnoppen, wenn er denn dann so weit steht. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Ich stelle ihn mal einfach so drauf, dann kann ich ihn nachher auch besser wegräumen. Ja, die Platte ist dabei. Was haben wir sonst noch? Farbabweichung. Ne? Ja, preisweise, also Fazit würde ich einfach mal sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis ist definitiv okay, aber ich persönlich würde das Geld für diesen Dinosaurier so nicht ausgeben. Dafür ist er mir nicht detailgetreu genug, dafür ist er mir, ja, was heißt detailgetreu? Also man kann schon erkennen, was es ist, aber der Kopf gefällt mir dafür nicht, da hätte man ein bisschen mehr machen können. Die Beine, wie schon erwähnt hier, die Beine, die sind dann auch nicht so toll. Ist schwierig. Wie gesagt, da muss jeder für sich selber entscheiden, ob das jetzt zum Spielen ist oder nicht. Gut. Also, das war jetzt der Stegosaurier. Und
Ich blende die anderen Dinos auch noch ein, die es davon gibt. Aber dann müsst ihr das ja einfach mal selber entscheiden. Ich stelle das Set hier aus. Ihr könnt euch das mal angucken, selber mal in die Hand nehmen und dann auch selber entscheiden, was ihr wollt. Und bis dahin freue ich mich auf euren Besuch und sage dann, bleibt gesund, bis es zum nächsten Mal heißt, willkommen beim Mühlenstein am Niederrhein oder aber auch Kuckuck, da bin ich wieder. Bis dahin, ciao.